Ja, also, geht's jetzt hier direkt los. 3, 2, 1. Hallo, ich bin Michel. Ich komme aus Hamburg. Ich komme aus einer ursprünglich einer etwas mehr konservativen Gemeinde, in der ich mit meiner Familie damals hingegangen bin und habe dann irgendwann mich selber auf die Suche gemacht und bin irgendwie über die evangelische Kirche und einige Pfingstgemeinden, wie die Elim in Hamburg zum Beispiel, auf meinen Weg gegangen, irgendwie Gott und Jesus für mich selber zu entdecken. Das hat mich jetzt die letzten 4 Jahre lang tatsächlich sogar nach Australien verschlagen, wo ich studiert habe am Hillsong College, bei der Hillsong Church dort in Sydney. Ja, ich habe irgendwie ganz viel kennengelernt. Also ich bin durch viele Gemeinden, viele Arten, wie Leute Gott begegnen, viele Arten von Lobpreis, habe ich kennengelernt. Und irgendwie in jedem habe ich eine besondere Eigenschaft, eine besondere Nähe zu Jesus kennengelernt. Lobpreis für mich ist erstmal eine Einstellung zu Gott. Ich glaube, es ist die Einstellung, mit Gott und für Gott zu leben, in ihn einzubauen, in jeden einzelnen Bereich in meinem Leben. Mich selber und meine eigenen Interessen für einen Moment lang aufzugeben und auf Gott zu gucken und Gott zu fragen, was er gerne von mir möchte. Lobpreis in Verbindung mit Musik für mich ist genau das. Also das ist für einen Moment lang von mir selber weggucken und in dem Moment mein Fokus auf Gott gerichtet haben. Für einen Moment lang nicht an die Umstände zu denken, an die Fragen, sondern auf das zu hören, was Gott zu sagen hat. Das, was in der Bibel steht über mich selber, das, was er mir durch mein Leben schon gelehrt hat. Und das einfach zu besingen. Und das, glaube ich, kann ganz viele Kontexte haben. Das kann vielleicht bei mir zu Hause sein, wenn ich alleine in meinem Zimmer sitze und Gitarre spiele oder Klavier. Oder wenn ich in der Gemeinde singe mit anderen Leuten zusammen und wir vielleicht gemeinsam uns ermutigen da drin, für Gott und mit Gott zu leben. Ich glaube, wir können Gott in der Musik begegnen, weil er sie selber auch geschaffen hat und weil er uns musikalisch auch geschaffen hat. Und dementsprechend glaube ich auch, wenn wir besser werden in unserer Musik, können wir auch Gott in dem Üben, in der Exzellenz, die wir bringen, ihm begegnen, da drin auch. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wir diese Musik gut machen sollten. Das ist natürlich nicht das Ausschlagkriterium, man muss keine perfekte Musik. Ich meine, als ich damals in meinem Zimmer gespielt habe, konnte ich überhaupt kein bisschen, oder konnte ich gerade mal ein bisschen Gitarre spielen und ich saß einfach da und ich hatte ganz schöne Momente, wo ich Gott begegnet bin und die mich, glaube ich, bis heute immer noch geprägt haben. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass wenn Gott uns solche schönen Sachen in die Hand gibt, dass wir das auch verbessern sollten, dass wir da was Schöneres draus machen sollten. Und ich glaube, dass Gott gerne Menschen benutzt. Gott hat, Jesus hat 12 Jungs mitgebracht und hat ihnen das Königreich, das er angefangen hat zu bauen auf Erden, hat er das anvertraut. Er hat gesagt, hier macht das, dient Menschen, bringt Leute zu mir hin. Und vielleicht ist das, für mich gilt ein sehr ähnliches Prinzip dort vorne. Also ich versuche, mein Allerbestes zu geben, damit sich Leute wohlfühlen in dem Gottesdienst, dass sie so Dinge aussprechen, die wahr sind über ihr Leben und dass sie, ich versuche, diese Aufmerksamkeit zu nehmen. Und dann möchte ich sie gerne zu Gott lenken. Und ich glaube, so sehe ich das. Und ich glaube, ich finde es auch manchmal albern zu sagen, ich bin gar nicht ich dort vorne. Es ist alles nur Gott. Wenn du schlecht singst da vorne, dann ist das auch vielleicht noch nicht Gott, sondern das bist du, der gerade schlecht singt oder der seinen Text vergessen hat danebenbei. Und ich glaube, das ist genau dasselbe. Gott vertraut uns das an. Vertraut uns das an, diese Momente zu kreieren. Vertraut uns das an, Leute Wahrheit aussprechen zu lassen, Schönheit zu bringen. Als allererstes Lied habe ich What a Friend I Found mitgebracht. Und das ist einfach ein sehr persönliches Lied für mich,
Ich habe ja schon ein bisschen davor erzählt von diesen Momenten, wo ich einfach, wo Lobpreis nicht in dem Kontext war von einer großen Gemeinde oder einer Veranstaltung, sondern es war einfach ich und Gott. Und es war dieses Element der Musik teilen mit ihm, Nähe teilen. Und ja, das war eins der allerersten Lieder, die ich tatsächlich gelernt habe. Der Text ist ganz einfach, so simpel und doch so freundschaftlich. Und ich glaube, das war, ja, es war ein sehr prägendes Lied für mich. Und dementsprechend habe ich das heute mitgebracht. Und das zweite Lied widerspiegelt so ein wenig die Art von Lobpreis, wo ich im Moment mich gerade befinde, ist, dass ich singe immer noch super gerne Lieder von anderen Leuten. Aber ich habe auch angefangen, selber Lieder einfach zu schreiben, weil ich gerne einfach dem Ausdruck verleihen wollte, was ich fühle und was ich denke, die Wahrheiten, die ich herausfinde in meinem, ich studiere tatsächlich im Moment gerade Theologie, also die Wahrheiten, die ich über Gott herausfinde im Theologiestudium, die musikalisch zu verpacken oder was Schönes daraus zu machen. Und ja, das ist das zweite Lied. Das heißt Spiegelbild. Es ist basiert auf einer Stelle aus dem Korintherbrief, zum ersten Korintherbrief, wo Paulus im Grunde genommen beschreibt, dass wir nun als Gemeinde Gottes nicht nur der Tempel seines Heiligen Geistes sind, also nicht nur, dass Gott in uns wohnt, sondern dass eine unserer Urberufungen, die wir haben, ist, Gott wiederzuspiegeln zu den anderen Menschen hier auf dieser Welt. Und das finde ich immer wieder eine unglaubliche Aufgabe eigentlich. Und das ist eine sehr ehrende Aufgabe, dass Gott uns wirklich zutraut, dass wir ihn widerspiegeln. Und ich glaube, das können wir. Das können wir, weil wir seinen Heiligen Geist haben und weil er immer da dabei ist. Und in den Momenten, wo ich mich schwach gefühlt habe oder wir uns vielleicht schwach fühlen, da erlaubt er es, dass wir in seine Gegenwart kommen, in seiner Gegenwart verändert werden und ja, durch so Momente wie Lobpreis mehr und mehr in sein Ebenbild verwandelt werden. Oh, Jesus.
Closer than a brother, it would break my heart to ever lose each other. Jesus, friend forever. Yeah, you're my friend forever. You're my friend forever. Vom ersten Blick sein Ebenbild von Gott geformt, im schwachen Nein gemacht wunderbar, hat mich erkannt. Du siehst mehr in mir, als ich mir träume. Freude, Friede, Treue, eines Tages steht du hier in Herrlichkeit. Bis dahin will ich mehr und mehr dein Spiegelbild sein. Jesus, du bist der da war und der da ist, in dir kenne ich mich. Du siehst mehr in mir, als ich mir träume. Liebe und Geduld, Freude, Friede, Treue, eines Tages steht du hier. Dein will ich mehr und mehr dein Spiegelbild sein. Oh, 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 dein Spiegelbild sein. Oh, 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 Herr, ich will mich mehr in dir verstehen. Ja, ich will in deinen Wegen gehen. Wie du denkst, wie du sprichst und mit deinen Augen sehen, verändere mich, Herr, ich will mich mehr in dir verstehen, ja, ich will in deinen Wegen gehen, will wie du denkst, wie du sprichst. Als ich mir träume, Liebe und Geduld, Freude, Friede, Treue, eines Tages stehst du hier in Herrlichkeit.